Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum 2-Monats-Update. Maurice ist da mit seinem i30N und wir hatten ja hier das Infinity Wax Turbo 6 auf der Motorhaube aufgetragen. Ist auch richtig schön dreckig. Wir schauen heute mal vor und nach der Wäsche, wie gut hier das Flüssigwachs durchgehalten hat. Andreas hat ja auch einen wunderbaren Flüssigwachstest dazu gedreht. Schaut euch den gerne mal an, verlinke ich euch an der Oberseite. Und wir schauen uns jetzt mal sozusagen den Einzellangzeittest an hier auf der Motorhaube. Wie sieht's aus? Wie lange hält es durch? Los geht's. So, Maurice hat die Ehre, wird jetzt erstmal mit einem Hochdruckreiniger kurz hier komplett mal abstrahlen, ein bisschen den Schmutz runterspülen. Wir schauen mal an, mit Schmutz, wie es jetzt noch ausschaut. Also ein paar kleine Stellen, ne? Fangen schon an, hier nachzulassen. Aber insgesamt, ich mache auch nochmal, sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Ja, so ein paar kleine Stellen, vor allem im oberen Bereich. Siehst du hier diese Schmutzflecken? Ja. Hier? Die gehen aber ganz leicht runter. Deswegen Waschhandschuh, Shampoo und dann wäscht Maurice jetzt einfach nochmal hier richtig schön drüber. Welchen Waschhandschuh nutzt du eigentlich aktuell gerade? Den von Sonax habe ich und den von FX Protect. Okay, den schwarz-weißen. Und Sonax hat so ein dünner roter, ne? Genau. Genau. Gucken wir mal, wie es ausschaut jetzt. Denken wir nach den 2 Monaten. Gut, wir hatten jetzt viel Sturm, auch viel Regen, teilweise auch noch mal Frost dazwischen. Ja. Also das war ähnlich starken Belastung ausgesetzt wie meine Nassversiegelung. So, jetzt sprühe ich das nochmal ab. Hier sieht man es schön. Du hast hier Stellen, die noch richtig, richtig gut sind. Ja. Und hier hast du so Stellen, wo es schon arg gelitten hat. Wir können noch mal, schaut mal genau alle hier hin und dann hier drüben hin. Hier noch eigentlich richtig gut und ja. Hier drüben. Also hier haben wir so einen Bereich, der echt gelitten hat. Hier hat es deutlich wieder zugenommen an Leistung. Da ist auch gut. Schauen wir noch mal ganz rechts. Sieht eigentlich auch noch ganz gut aus. Hier in dem Bereich hier oben ist schon wieder schwächer. Also ich würde auf jeden Fall jetzt mal in Zukunft wieder nachlegen. Es geht ja auch innerhalb von ein paar Minuten zu machen. Ne? Genau. Also ich denke mal, da können wir eigentlich den Langzeittest an der Stelle beenden. Denn wir wollen noch einen neuen Vergleichstest für euch starten mit anderen Produkten. Deswegen, ich würde mal sagen, 2 Monate ist okay, aber dann muss man halt so ein Wachs irgendwann wieder nachlegen. Vor allem bei diesen sehr, sehr rauen Temperaturen. Und wir hatten jetzt Winterzeit, ne, oder haben Winterzeit. Genau. Und im Sommer hält das natürlich nochmal deutlich besser durch. Kurzes Fazit. Ja, Infinity Wax Turbo 6 nach 2 Monaten und 3000 Kilometer genau. Circa. Genau. Und ja, bei den Wetterbedingungen hört es auch hier aktuell schon wieder Sturm. Da muss es am Ende auch leiden. Es ist nicht alles komplett auf der gesamten Oberfläche kaputt. Wir haben gesehen, so Teilbereiche sind noch eigentlich sehr, sehr gut. Andere, da geht es schon richtig los, dass es schon deutlich nachlässt. Also Flüssigwachs hat halt den großen Vorteil. Ihr könnt es halt super schnell und einfach wieder drauflegen. Das heißt, Fahrzeug wieder waschen, nochmal kurz entfetten und dann sozusagen einfach könnte man jetzt eine neue Schicht drauflegen. Das wäre überhaupt kein Problem. Das ist halt der Vorteil an diesen Produkten. Könnt ihr auch gerne mal zu Hause ausprobieren. Ist auf jeden Fall eins für mich der besten Flüssigwachs auf dem Markt. Wie gesagt, Andreas, sein Langzeittest könnt ihr euch auch nochmal dazu anschauen. Wenn ihr Fragen habt zum Turbo 6, unten in die Kommentare rein. Und ansonsten, ja, ich finde es trotzdem ein sehr, sehr schönes Flüssigwachs. Bis zum nächsten Video. Ciao.